Guten Morgen, mein Lieben. Wir haben es 8 Uhr. Wir sind schon etwas länger wach. Ich habe jetzt gerade schon die Wäsche gemacht, wie ihr gesehen habt. Und jetzt wollte ich mir kurz eine Haarmaske reinmachen, weil meine Haare haben es mal wieder nötig. Und ich habe das schon ganz, ganz oft auf Instagram gezeigt. Aber ich wollte euch das mal auf YouTube zeigen, was ich so für meine Haare benutze. Und ich habe es jetzt gerade schon zurechtgelegt und dann entscheide ich auch, welche Maske ich tatsächlich. Da habe ich mich nämlich noch gar nicht entschieden. Wir haben übrigens wieder das Rollo zu, damit hier die Sonne nicht so reinkommt, weil es ist echt total warm. Ich überlege auch echt, ob wir heute nochmal zum See fahren. Ich habe gerade schon meiner Schwester geschrieben, ob sie Zeit hat und Lust hat, weil sie hat heute frei. Könnten wir ja was zusammen machen. So, das hier sind meine vier Masken von Mermaid. So sieht das Ganze aus. Einmal eine Avocado-Maske. Das ist eine Maske, die man ins nasse Haar aufträgt. Das heißt zum Beispiel beim Duschen. Und genau, die pflegt eben die Haare mit Avocado und ist auch für strapaziertes Haar und so. Und genau, dann habe ich hier noch meine Hibiskus. Die ist auch richtig schön. Die trägt man vor dem Waschen auf, also ins trockene Haar. Genauso wie die Coconut, die benutze ich am liebsten, deswegen ist die auch schon fast leer. Und dann habe ich hier noch die Papaya, die habe ich bis jetzt einmal benutzt und ich denke, die werde ich heute auf jeden Fall wieder benutzen. Die reinigt die Kopfhaut und stärkt das Haar. Und die Masken von Mermaid sind alle 100% vegan, tierversuchsfrei und mit aus natürlichen Inhaltsstoffen, genau. Und das sind eben die vier Masken, die ich habe. Und dann habe ich auch noch hier ein Öl. Das kann man zum Beispiel auch dann nachher ins trockene Haar unten in die Spitzen machen. Das ist nämlich gegen Spliss und beugt Spliss vor. Auch sehr, sehr schön, benutze ich jedes Mal. Genau. Und ich werde jetzt, wie gesagt, die Papaya-Maske auftragen. Und ich habe sogar einen Code für euch. Den schreibe ich euch alles unten in die Infobox, wenn ihr da Interesse habt. Könnt ihr da mal vorbeischauen? Ich dachte, für den einen oder anderen ist es eventuell etwas. Und genau, die werde ich jetzt also auftragen und zeige euch das einmal, wie ich das immer mache. So, ich habe hier immer meinen Kamm. Den benutze ich immer für die Masken. Und dann nehme ich mir einfach die Maske, nehme da einfach so ein bisschen was raus und fange meistens immer oben an. So, massiere ich das hier einfach so ein bisschen ein. Dabei, genau, verteidige ich das auch so ein bisschen auf der Kopfhaut, damit die auch nachher schön gereinigt wird. So, und dann meistens noch die andere Seite. Also erstmal oben sozusagen den Scheitel. Ihr könnt auch, das habe ich gestern bei einer anderen Influencerin gesehen, ihr könnt zum Beispiel auch beide oder zwei verschiedene Haarmasken auftragen. Zum Beispiel eine tut ihr oben jetzt in den Haaransatz und eine andere zum Beispiel in die Spitzen. Das geht auch. Total cool. Habe ich gestern, wie gesagt, auch erst erfahren. Aber total praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel unten etwas gegen Spliss haben möchte, aber oben eher was Kräftigendes oder so für den Ansatz. Finde ich total cool. Macht aber auch Sinn, ne? Was soll das doch für einen Unterschied machen, was man jetzt oben und unten drin hat? Genau, dann trage ich das jetzt, wie gesagt, einmal komplett auf meine ganzen Haare auf. Jetzt kommt hier der große Busch. Und da fange ich immer hier unten an. Und so hinterm Ohr und so. Das finde ich immer ganz angenehm. Weil dann hat man schon mal das hier hinten alles abgehakt. Weil das bei so einer Löwenmähne ja schon ganz schön lange dauert, das alles jetzt aufzutragen. So, und nachher wasche ich das auch mit dem Shampoo von Mermaid aus. Das habe ich nämlich auch. Das kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Also ich habe eigentlich meine komplette Pflegeserie ist jetzt von Mermaid für die Haare. Und ich finde das auch total cool, weil man, ja, dann hat man alles von einer Firma und genau, ich bin auch total begeistert und selbst meine Friseurin war total begeistert. Also sie hat mich gefragt beim letzten Mal, was ich denn so benutze. Weil meine Haare so stark aussehen und so kräftig. Und ich finde auch, die sind so extrem dick geworden. Damals hatte ich immer nur so, ja, so dünnes, lappriges Haar. Und jetzt sind die total dick geworden. Ich habe in der Schwangerschaft total, hier Probleme damit gehabt, dass ich, Haarausfall und so habe.
Und jetzt sind die aber wieder voll dick geworden und voll kräftig. Ich munkel mal, dass es an den Masken liegt. Genau. Die könnt ihr ein bis zweimal im Monat einfach benutzen und dann halten die auch total lange. Also man sagt so ungefähr eine Dose von denen hier sind ungefähr so 10 Anwendungen. Also finde ich, das ist schon ordentlich. Das heißt, ihr kommt da gut. Ja, so ein halbes Jahr kommt man damit sicher hin mit so einer Dose. Ich habe die jetzt auch schon 4 Monate. Die ganzen Dosen. Und die erste, die leer geht langsam, ist die Coconut. Aber die benutze ich wirklich auch einmal im Monat. Immer. Ich liebe die. Die riecht so gut und danach ist das Haar so weich und geschmeidig. Richtig toll. Genau, so, jetzt habe ich alles drin. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit voll gelabert. Hier, tut mir leid. Und dann ging ich einmal nochmal mit der Bürste lang. Und die, genau, verteilt ist dann noch so ein bisschen. Da gibt es auch extra von Mermaid eine Bürste. Die habe ich jetzt leider nicht da. Genau, aber so geht es ja auch. So, dann verteile ich das einfach noch so ein bisschen. Und dann mache ich mir mal einen Zopf und lasse das jetzt, ja, so gut. Mindestens eine Viertelstunde, aber meistens lasse ich immer 2, 3 Stunden einwirken. Ich denke jetzt, ich werde es mal 1 Stunde einwirken lassen. Und dann schaue ich, dass ich mir dann schnell die Haare wasche, weil sonst wird es auch mal zu warm. So, ich mache jetzt Essen für uns. Ein bisschen Frühstück. Für mich mache ich ein Ei. Spiegelei. Dann gucke ich mal, was ich für die Kleine mache. Ja, mein Hase. So, das ist mein Frühstück mit ein bisschen Weintrauben und das hier ist Lias. Ich habe ihr heute nur ein kleines Stück Brot gegeben, weil gestern hat sie das einfach verteilt überall. Und deswegen, genau, ein bisschen Weintrauben noch. Ja, hier, mein Schatz, guck mal hier. Oh, lecker. Bisschen Weintrauben mit Joghurt und Haferflocken, ein bisschen Gurke und wieder das eine Brot. Möchtest du noch einen Löffel haben, Schatzi? Bitte schön. Kannst du besser essen, ne? Genau, super. Nee, für dich, für Lia. Nee, du. Nein, du sollst arm. Super. So, ich esse jetzt auch mal. So, ich. Habe jetzt eine ganze Weile nicht gefilmt. Ich habe jetzt auch schon meine Haare ausgewaschen. Ich zeige euch das Endergebnis nachher, wenn es trocken ist. Jetzt wollen wir aber ganz, ganz schnell Sachen packen, denn wir wollen ab ans Wasser. Und deswegen packe ich jetzt kurz für die Kleinen ihre Sachen ein. Schon um ihren Badeanzug suchen. Erstmal ein Handtuch. Schatzi, guck mal ein Handtuch für dich. Packst du es ein? Ein Handtuch für die Maus. Genau, was wollte ich noch sagen? Genau, wir fahren jetzt am See. Ein Body für die Maus. Und dann, genau, also wir fahren nicht an den See, wir fahren an die Ostsee. Und werden dann da die Zeit verbringen. Wie groß ist denn dein Badeanzug, dein neuer? Genau, meine Mutter kommt mit und meine Schwester. Und dann verbringen wir einfach die Zeit so ein bisschen da und schauen, dass wir die Zeit schön genießen. Bei dem Wetter kann man ja auch einfach nichts anderes machen. Es ist gerade 12 Uhr und es ist schon so heiß. Das ist nicht mehr normal. Genau, Haare habe ich wie gesagt gemacht. Und wir waren jetzt die ganze Zeit noch im Garten und die Kleinen wurden auch schon ein bisschen geschlafen. Und in der Zeit habe ich ein bisschen was zugeschnitten und so. Genau. Guck, Mucki, da müssen wir den alten Badeanzug mitnehmen, okay? Ich glaube, der passt noch. Eigentlich hat sie einen neuen, aber der ist irgendwie weg. Oh, danke! Träumt sie hier die Schublade aus. So, jetzt braucht nur noch Mama ihre Sachen. Guck mal, was hat eigentlich alles? Ich nehme ihr noch was zum Drüberwerfen mit. Irgendwie. Ja, Mucki, was möchtest du denn gern? Hier dieser, das ist so ein wie so ein Strampler, aber
Der ist so richtig locker und genau, sitzt so richtig locker. Kann man gut über so einen Badeanzug drüber ziehen. Nehmen wir den noch mit. Ich habe vorhin auch noch Wäsche gemacht. Es liegt hier noch alles. Muss ich nachher noch alles wegräumen. So. Und dann werde ich gerne noch ein paar Snacks einpacken, damit wir noch ein bisschen was zu essen haben. Schatz, die räumen jetzt alles wieder ein hier. Ja, räumen alles wieder ein, ne? So. So, dann brauchen wir jetzt noch ihre Schwimmwindel. Dann hat sie natürlich auch extra eine Schwimmlet. Sag nicht, die ist auch noch weg. Oh Mann, oh Mann. Guck mal, wo ist deine Schwimmwindel? Ein Wetbag nehme ich auch noch mit. Da kommt dann die. Ja, da kommen die nassen Sachen rein. Das ist immer ganz praktisch. Oh, Muckmaus, wo ist denn deine Nacht. Nachtpampi. Ich meine, deine Schwimmpampi. Ist weg, ne? Ist weg? Wir bei mir nochmal gucken, bei den Schwimmsachen. Achso, ich habe noch gar nicht mein Outfit gezeigt. Ich habe so ein neues T-Shirt. So ein neues T-Shirt an. Das ist voll schön. Und dazu noch so eine kurze Hotpan. Das T-Shirt kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und ich frage da auch direkt nochmal nach einem Rabattcode. Ich habe hier übrigens wieder die Jalousie zugemacht, damit es nicht so hell ist. Ey, damit es nicht so warm wird hier drin. So, jetzt muss ich noch meinen Badeanzug suchen. Ich habe ihn auch schon gefunden. Oh, es ist viel zu dunkel hier. Seht ihr gar nichts? Meiner ist komplett schwarz einfach. Genau. So, jetzt brauche ich nur noch Lias Sachen. Achso, und das T-Shirt hier habe ich auch für meine Schwester noch gekauft. Das kann ich euch jetzt zeigen, weil ich ganz genau weiß, dass der Vlog nicht vorher online kommt, bevor ich ihr das geschenkt habe. So sieht es aus. Es ist genau dasselbe. Und ihr Sohn heißt Nils Oke. Und genau, richtig schön. 2,21. Dann habe ich ihr das bestellt. Das ist ein anderer Schnitt. Das ist so ein bisschen lockerer, wie ihr seht. Ich habe den eng liegenden Schnitt und das ist so ein bisschen lockerer, dieser Schnitt. Und ich dachte, das gefällt ihr besser. Ich bin super gespannt, wie sie darauf reagiert. Ich finde das so schön mit diesem Rose Gold hier. Genau, wie gesagt, verlinke euch in der Infobox. Einfach, falls ihr Lust habt. Mein Lieben, wir sind wieder zu Hause und so sehen meine Haare jetzt übrigens aus.
Nach der Maske. Ich liebe es, die sind so unglaublich weich. Genau, ich liebe es. Wie gesagt, ich verlinke euch alles zu Mermaid unten in der Infobox. Dann schreibe ich da nochmal alles rein. Und genau, wir sind jetzt, wie gesagt, wieder zu Hause. Es war super schön. Und wir waren im Endeffekt in Pelzerhaken. Und genau, wir wollten eigentlich ein bisschen so bei Neustadt, aber das war alles super voll. Und online kann man ja auch einsehen, wo man hin darf wegen Corona und wo nicht. Und das war alles komplett knallrot. Also alles war proppevoll. Und wir standen auch mehrfach im Stau. Und dann sind wir, ja, bis nach Pelzerhaken gefahren und da haben wir dann einen Stand gefunden, der war komplett leer. Also das war so schön. Auf 50 Meter vielleicht zwei Familien oder so. Das war mega, mega schön. Und da haben wir dann den schönen Tag verbracht und dann kam auch noch eine Entenfamilie und hat uns Hallo gesagt. Genau, das war echt super, super schön. Auch die Kleine hat es total genossen. Und jetzt habe ich die Kleine gebadet und die Kleine schläft auch schon. Und genau, ich würde jetzt auch den Vlog tatsächlich beenden, weil ich glaube, der ist ganz schön lang geworden. Ich würde mich jetzt direkt ans Schneiden machen und wünsche euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag. Morgen vlogge ich direkt weiter für euch. Da geht es nämlich mit meinen Schwestern zum Flohmarkt. Genau, es war ja wegen Corona jetzt ganz, ganz lang kein Flohmarkt mehr. Und meine kleine Schwester ist schwanger. Ich kann das euch endlich sagen. Und genau, die besuchen wir morgen. Und da werden wir auch ganz, ganz viele Videos drehen, beziehungsweise ein Video, denn sie fängt jetzt auch bald mit YouTube an und wird euch durch die Schwangerschaft mitnehmen. Und auch meine große Schwester, die ist ja gerade Mama geworden, da, die werden wir auch sehen und eventuell filme ich auch das eine oder andere. Mal schauen, ich bin gespannt, was daraus wird. Auf jeden Fall schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein, folgt mir auf Instagram für tägliche Stories, für tägliche Updates, für tägliche Posts und Beiträge. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!